Buonasera, willkommen bei Dante Lesen. Georg, es ist immer eine große Freude, dich wieder zu sehen und gemeinsam neue Seiten in Dantes Werk zu erkunden. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf das Neue und ich freue mich auf alles, was ich schon lernen durfte von dir. Es ist gar nicht so wenig, es ist ganz schön viel. Durchaus. Nach der Zusammenkunft von Dante und Vergil im Dunklen Wald haben wir sich durch das Höllentor begleitet und in der Vorhölle die Unentschlossenen getroffen, die weder der Himmel noch die Hölle haben will, weil sie sich selber weder für das Gute noch für das Böse entscheiden konnten. Dann am Ufer des Acheron angekommen, haben wir die Ankunft des Fährmanns Charon erlebt und die Scharen der Seelen, die er hinüberschifft. Dann gab es Blitz, Donner, Wind und Erdbeben. Und wie geht es dann weiter? Heute haben wir den fünften Gesang vor. Und was passiert im vierten? Der vierte Gesang bietet nach der Dramatik im dritten eher eine etwas melancholische Ruhepause in vornehmer Gesellschaft. Dante und Vergil kommen in den ersten Höllenkreis. Das ist der Limbus, wo die guten Geister der Antike verweilen, in hoffnungsloser Sehnsucht nach Gott. Ihre einzige Schuld war, dass sie einfach zu früh gelebt haben, also vor Christus, und so den wahren Gott nicht gebührend ehren konnten. Hierher gehört auch Vergil, und der Dichterkreis, mit dem er normalerweise hier die Ewigkeit verbringt, begrüßt ihn sehr ehrenvoll. Homer, Ovid, Horaz und Lucan sind es. Und sie empfangen auch Dante recht anständig, so dass Vergil eher ein bisschen schmunzeln muss drauf. Aber Dante ist selbstbewusst, wie du mir schon erzählt hast. Ja, Vergil sieht es ohne falsche Bescheidenheit. Wer einen Dichter ehrt, ehrt den Dichterberuf. Dann sehen Sie noch weitere ganz große aus der Antike. In Dantes Ranking Aristoteles, Plato, Sokrates. Und dann auch teils historische, teils fiktive Figuren, zum Beispiel Hektor, Aeneas in einer Reihe mit Julius Caesar. Und diese Begegnung mit der Antike ist etwas, das wir dann auch weiter im fünften Gesang, im ersten Teil finden. Und der ist sehr bekannt, denn da geht es um Liebe. Ja, der fünfte Gesang ist vielleicht der bekannteste überhaupt in der Komödie in Italien, und quer durch Dantes Leserschaft kennt sich jeder beim Begriff Quinto Canto aus. Es ist die Liebesgeschichte von Paolo und Francesca. Und wer waren die beiden? Hat es die wirklich gegeben? Ja, sie waren Zeitgenosse Dantes. Francesca war die Tochter des Herrschers von Ravenna, Guido il Vecchio da Polenta, und hatte den Herrscher von Rimini, Gianciotto Malatesta, geheiratet. Vielleicht heiraten müssen. Es war eine politische Heirat, um zwischen den verfeindeten Familien endlich den Frieden zu besiegeln. Aber es ist anders gekommen. Also Francesca hat sich in den Bruder ihres Gatten, Paolo Malatesta, verliebt und mit ihm eine Liebesbeziehung gehabt. Also mit ihrem Schwager. Gianciotto hat die beiden erwischt und beide, Bruder und Gattin, ermordet. Also eine ziemlich dramatische, tragische Liebesgeschichte.
Diese Fakten waren in Florenz zur Zeit Dantes sehr bekannt und hatten sehr viel Aufsehen erregt, weil Paolo Malatesta kurz davor in Florenz ein hohes Amt inne gehabt hatte. Er war Capitano del Popolo. Das heißt, Dante hat es sicher gehört und ja, es war sehr bekannt. Diese Begebenheit ist aber sonst schriftlich nicht überliefert. Weltbekannt wurde sie durch die literarische Darstellung von Dante in der Göttlichen Komödie. Und sie ist also dann gleich sehr berühmt geworden. Es haben sich quer durch die Jahrhunderte Musiker, bildende Künstler, Dichter, Komponisten daran inspiriert. Interessanterweise gibt es zwei Tragödien, darunter eine von Gabriele D'Annunzio, die von Eleonora Duse interpretiert wurde, und dann auch etliche Opern, die Francesca da Rimini heißen mit Titel, obwohl sie eigentlich aus Ravenna war. Und auf alle Fälle auch vor allem die vielen Gemälde erfassen immer einen Aspekt der Geschichte, das Tragische, das Romantische, den Anfang, das Ende, die Liebe, den Tod. Aber was Dante mit dem poetischen Wort daraus gemacht hat, bleibt für mich auf einer ganz anderen Ebene. Naja, kein Wunder, aber Dante hat ja mit der Liebe schon als junger Dichter gepunktet. Ne? Knüpft er hier in seiner Jugendlyrik an? Ja, und wie er das macht, ist sehr spannend. Ich glaube, wir schauen es uns an am Beispiel eines Sonetts aus der Vita Nuova, den ich mitgebracht habe. Amore e il cor gentil sono una cosa, sì come il saggio in suo dittare pone, e così esser l'un senza l'altro osa, com alma razional senza ragione. Amor und das edle Herz sind eins, wie der Weise lehrt, und so gibt es das eine nicht ohne das andere, wie es eine vernünftige Seele nicht ohne Vernunft gibt. Falli natura quand'è amorosa, amor per sire e il cor per sua magione, dentro la qual dormendo si riposa, tal poca volta e tal lunga stagione. Natur schafft beide, wenn sie liebt, Amor als König und das Herz als sein Schloss, in dem er sich schlafend ausruht, manchmal kurz und manchmal lange Zeit. Bieltate appare in saggia donna pui, che piace agli occhi sì che dentro al cuore nasce un disio della cosa piacente e tanto dura talora in costui che fa svegliar lo spirito d'amore e simil face in donna homo valente. Schönheit zeigt sich dann in einer weisen Frau, die den Augen so gefällt, dass im Herzen eine Sehnsucht nach ihr entsteht und so lange darin anhält, dass Amors Geist erweckt wird. Und Gleiches tut ein edler Mann bei einer Frau. Ja, danke Georg. Amor und das edle Herz sind eins, oder Liebe und das edle Herz sind eins, wie der Weise lehrt. Der Weise ist Guido Guinizelli, ein bekannter Dichter aus Bologna zu Dantes Zeit, mit seinem den Dante hier natürlich erwähnt und fast wörtlich zitiert. Mit seinem Gedicht Al cor gentil rempaira sempre amore, also zum edlen Herzen kehrt Amor immer wieder zurück, leitet Guinizelli die Wende ein, die von der früheren höfischen Dichtung
Liebesdichtung, kann man sagen, nach dem Muster der provenzalischen Troubadour und auch der sizilianischen Dichter am Hof des Friedrich II. In Palermo und auch der ersten toskanischen Dichter um Guittone d'Arezzo zum neuen Stil führt, zum Dolce Stil Novo. Dolce Stil Novo ist eine Definition von Dante. Der neue Stil unterscheidet sich von den noch etwas spröderen Reime der ersten höfischen Dichter, auch der toskanischen, durch formale Eleganz. Dante charakterisiert sich so, als er am Läuterungsberg Guido Guinizelli trifft und ihn so nennt. Padre mio e degli altri miei miglior che mai, rime d'amor usar dolci e leggiadre. Mein Vater und allerbesten Vater, auch die jemals anmutig süße Liebeslieder sangen. Ja, schön. Die Neuerung ist aber auch thematisch und wir schauen uns das am Beispiel dieses Sonetts an. Diese Darstellung der Liebe als Amor personifiziert ist typisch für die höfische Dichtung. Die Perspektive auf Deutsch ist etwas verschoben. Amore ist auf Italienisch männlich. Und die Liebe ist auf Deutsch weiblich. So ist es. Das heißt, in Italienisch ist es viel leichter zwischen dem Gefühl Amore und dem Liebesgott Amore oder Amor hin und her zu schalten. Und es passierte dann ständig auch in den Gedichten. Dieser Amor, dieser Liebesgott, ist aber gar nicht so lieb, wie man sich erwarten könnte. Er herrscht wie ein König im Herzen des Verliebten. Er kann ihn quälen, um den Verstand bringen, komplett verwirren. Er kann aus ihm machen, was er will. Oder mit ihm machen, was er will. In diesem Sonett ist es nicht so schlimm. Amor schläft nur. Vielleicht, weil wir uns auf halbem Weg schon in die neue Liebesauffassung im neuen Stil befinden. Schönheit ist ja auch nicht nur mit körperlichen Reizen verbunden, sondern auch mit Weisheit. Schönheit zeigt sich dann in einer weisen Frau. Ja, und es geht weiter in diese Richtung. Die Frau wird zunehmend zum Engel. Ihre Blicke, ihre Worte, ihre Liebe können den Geliebten erheben, seine Tugend anregen, seine Aufmerksamkeit auf das Höhe lenken. Am Ende der Vita Nuova ist Beatrice schon aus biografischen Gründen, aber durchaus auch aus literarisch, eine Selige im Himmel. Und Dantes Seufzer werden von der Liebe schon so weit bis in den höchsten Himmel getragen. Dann aber beschließt Dante, nicht mehr über sie zu schreiben, bis er imstande sein würde, dies gebührender zu machen. Als ob er ans Ende einer Straße angelangt wäre, als ob mit seinen Worten meine Sprache noch nicht ausreichen würde, dies gebührend zu behandeln. Mit seinen Worten, ancora non sarebbe sufficiente la mia lingua a trattare come si conviene di ciò. Also die Stilmittel des neuen Stils, vielleicht auch sein Bewusstsein, seine Lebenserfahrung, reichen zu diesem Zeitpunkt zum größeren Sprung noch nicht aus. Und jetzt schauen wir uns in der Komödie an, wohin der größere Sprung führt. Und auch dieses Mal werden wir, nachdem wir mit höheren Dingen beschäftigt waren, in der Hölle unten den Kontrast spüren.
So ist es. Aber das ist inzwischen auch für uns der Umweg zu den höheren Dingen. Und was erwartet uns? Nach dem ersten Kreis geht es in den zweiten Kreis hinunter und man sieht gleich die typische Abstufung beim Abstieg in den Höllentrichter. Jeweils einen kleineren Kreisumfang und ein größeres Leid durch härtere Strafen. Aber wir schauen uns alles andere beim Lesen an. Dante Alighieri, die göttliche Komödie, Hölle, Gesang 5. So stieg ich nieder aus dem ersten Kreise zum zweiten, der ein kleineres Rund umgürtet und desto größeren Schmerz, der spornt zum Klagen. Dort steht Minos, schrecklich, Zähne fletschend. Er muss am Eingang alle Sünden prüfen, er richtet und befiehlt mit seinem Schweife. Ich meine, wenn die unheilvolle Seele vor ihn getreten, muss sie alles beichten, dann kann der Kenner aller Sünden sehen, an welchen Ort der Hölle sie gehöre. Er gürtet mit dem Schweif sich so viel Male, als Stufen sind, die sie hinab muss steigen. Und immer sieht man viele vor ihm stehen. Sie treten nacheinander zum Gerichte, sie sprechen, hören und gehen dann nach unten. O du, der kommt... Ist das Minos, der hier spricht? Ja, als Wärter dient hier Minos. Im Mythos war er der König von Kreta und als strenger, weiser Richter bekannt. Deshalb setzt ihn schon Vergil als Richter seiner Unterwelt ein. Hier bei Dante ist er schon eher eine schreckliche Gestalt mit tierischen Zügen. Er lässt ihn über die Einstufung der Seelen in den passenden Höllenkreis urteilen, und zwar mit Wort und anschaulich auch mit dem Schweif. Wie alle Höllenwächter der Antike macht ihn Dante eher schon zu einer schrecklichen Gestalt. Und so kommt es, dass der mythische Sohn des olympischen Zeus und der entführten Europa in Dantes Hölle halb Teufel und halb Monster ist. Okay. O du, der kommt zum schmerzenvollen Orte, rief Minos mich, als er mich kaum gesehen und unterbrach die Handlung seines Amtes. Schau, wie du eintrittst und wem du vertrauest! Lass von des Eingangs Weite dich nicht täuschen! Da sagt mein Führer ihm, was soll das schreien? Du sollst ihm seinen Schicksalsgang nicht hindern. So will man es dort oben, wo das Können dem Wollen folgt. Mehr sollst du jetzt nicht fragen. Beeindruckend. Minos unterbricht sein Amt und mahnte Dante feierlich, die Leichtigkeit des Eintretens nicht zu überschätzen. Vergil zischt ihn gleich mit demselben Spruch wie mit Charon aus. Vuol si così colà dove si può ciò che si vuole. So will man es dort oben, wo das Können dem Wollen folgt. Das ist genau derselbe Wortlaut. Hat Dante die Wiederholung nicht bemerkt, oder? Vielleicht. Oder vielleicht macht er eine Art Universalformel draus, allgemeingültig. Eine Art Passepartout. Wahrscheinlicher. Nun fangen jene schmerzenvollen Laute zu tönen an. Nun bin ich angekommen dort, wo das große Weinen mich erschüttert. Ich kam zum Ort, wo jedes Licht verstummte.
der brüllte wie ein Meer in großem Sturme, wenn es von Winden hin und her geschlagen. Der Sturm der Hölle, der dort niemals rastet, der treibt die Geister hin in seinem Wirbel und dreht und schüttelt sie zu ihrer Plage. Und wenn sie nahe an den Abgrund kommen, dann tönen, schreien, weinen, wehklagen, dann hört man sie dort Gottes Kraft verfluchen. Ich wusste, dass zu solchen Höllenqualen verdammt die Sünder aller Fleischeslüste, die die Vernunft den Wünschen unterwerfen. Und wie die Stare in den kalten Tagen die Flügel heben oft in großen Scharen, so flogen vor dem Wind die bösen Geister. Ihr treibt sie hin und her und auf und nieder, und keine Hoffnung kann sie jemals trösten auf Ruhe, nicht einmal auf kleinere Plage. Ja, jetzt verstummt wieder das Licht und die Klagen der tösende Sturm werden hörbar, dann auch die mitgerissenen Seelen sichtbar. Dante begreift aufgrund der Strafe sofort, um wen es hier geht, welche Geister das sind. Es sind die Fleischessünder, die die Vernunft der Lust unterordnen. Hat man sich im Leben sich von seinen Trieben mitreißen lassen, hat man sich vom Sturm der, dem Sturm der Leidenschaft einfach hingegeben, so wird man vom ewigen Höllensturm für immer hin und her gerissen. Dantes moralische Einstellung kennen wir inzwischen. Die Vernunft ist die Würde des Menschen. Wer sie nicht einsetzt, entwürdigt sich selbst. Aber hier ist es mit der Verurteilung doch nicht so einfach. Er tut es sich hier ein bisschen schwerer. Und wir werden es an einigen konkreten Beispielen sehen. Und wie die Kraniche, die klagend singen, sich in der Luft zu langen Reihen scharen, so sah ich Schatten unter Weheklagen von jenem Sturm getrieben nahe kommen und sprach: Mein Meister, sag mir, wer sind jene Leute, die so die schwarzen Lüfte plagen? Die erste von den Seelen, deren Leben du wissen willst, hat jener da gesprochen, war Kaiserin von vielen Völkerschaften. Der Wollust lastern war sie so ergeben, dass sie die Lüste im Gesetz erlaubte, um sich vom Tadel, der sie traf, zu lösen. Es ist Semiramis von der geschrieben, dass sie dem Ninus, ihrem Gatten, folgte. Ihr Land war das, wo jetzt der Sultan herrschet. Die nächste hat aus Liebe sich getötet und brach Sichäus Asche ihre Treue. Dann kommt Kleopatra mit ihren Lüsten. Helena siehst du, die so böse Zeiten der Welt gebracht. Du siehst Achill den Großen, der noch zuletzt mit Liebe kämpfen musste. Du siehst Paris, Tristan. Und mehr als 1000 Schatten hat er mit Fingern mir gewiesen, die Liebe aus dem Leben fortgetrieben. Als ich von meinem Lehrer so vernommen, der alten Ritter und der Frauen Namen, hat Mitleid mich gepackt und fast verwirret. Ja, die hin und her fliegenden Seelen
sind am besten mit Vögeln zu vergleichen. Neben dem zuckenden Schwarm der Stare erscheint eine lange Reihe von Kranichen mit klagenden Rufen. Wie Dante von Vergil erfährt, waren das Menschen, die aus Liebe ihr Leben verloren haben. Eigentlich die Liebe aus dem Leben fortgerissen hat. Da bekommt das Ding schon einen anderen Namen. Nicht mehr Fleischeslust, sondern Liebe. Und die kann schlecht enden. Aber schauen wir uns jetzt gleich an, wer alles dabei war. Die erste ist die assyrische Königin Semiramis, Gattin und Nachfolgerin des Ninos. Dantes Quelle ist hier ein Historiker aus dem 5. Jahrhundert, Paulus Orosius. Semiramis wird dabei als Wollustgetriebene dargestellt, die um ihr inzestuöses Verhältnis mit dem eigenen Sohn zu legitimieren, Libitum, also was beliebt, gesetzlich erlauben ließ. Dass sie die Lüste im Gesetz erlaubte, um sich vom Tadel, der sie traf, zu lösen. Dann kommt Dido. Vergil stellt hier also eine sehr, sehr berühmte Figur aus seiner Aeneis vor. Dido hatte sich in Aeneas verliebt und durch die Liebe zu Aeneas war sie dem Treueschwur an den verstorbenen Gatten Sichäus untreu geworden. Als Aeneas sie verlassen hat, hat sie sich das Leben genommen. Das war schon in der Antike eine sehr, sehr bekannte tragische Liebesgeschichte. Als weitere Selbstmörderin erscheint die lüsterne Kleopatra, Kleopatra auf Deutsch, auf Italienisch ist es Kleopatra, ich bin es gewöhnt. Natürlich ist sie wegen ihrer berühmten Beziehungen mit Cäsar und mit Antonius bekannt und auch über ihren Selbstmord mit den Schlangen, weiß jeder Bescheid. Dann kommt noch die griechische Helena, die hier als Verursacherin des langen Trojakriegs quasi behandelt wird. Bei den Wollüstigen ist die Frauenquote aber sehr hoch. Es ist schon die vierte Frau hintereinander hier. Und wieder diese Vermischung von fiktiven und historischen Gestalten? Ja, aber diese Vermischung ist weniger abwegig, als man denkt. Wenn es darum geht, die menschliche Seele zu erforschen, ist der Wahrheitsgehalt der Poesie nicht geringer als der Geschichte. Was zählt, ist eigentlich das Beispiel. Aber es kommen dann sowieso noch auch Männer vor. Zuerst der große Achill, der nach den Kämpfen mit den Trojanern auch mit der Liebe kämpfen musste. Dantes Quellen sind hier posthomerische Geschichten. Er hatte sich in eine Tochter des Priamus verliebt, Polyssena, und wurde von ihrem Bruder Paris getötet. Dann kommt Paris selbst und dann eine sehr bekannte literarische Figur aus Dantes Zeit, Tristan, aus dem bretonischen Sagenzyklus um König Artus. Innerhalb weniger Verse wird die Liebe hier dreimal erwähnt. Die Nächste hat aus Liebe sich getötet, Dido. Du siehst Achill, den Großen, der noch zuletzt mit Liebe kämpfen musste. Und mehr als 1000 Schatten hat er mit Fingern mir gewiesen, die Liebe aus dem Leben fortgetrieben.
Ja, man sieht es. Die Liebe ist hier eine Leidenschaft, die zum Tod führen kann. Einige Königinnen, die allergrößten Helden der Antike sind oder auch der zeitgenössischen Literatur sind hier betroffen. Und gerade diese Sammelbezeichnung Damen und Ritter in Verbindung mit Liebe zeigt einen Zusammenhang mit der höfischen Liebesdichtung zu Dantes Zeit. Eigentlich auch mit der Liebeslyrik von Dante selbst. Hier sieht man also, was der tyrannische Liebesgott Amor mit seinen Untergebenen machen kann. Ich sagte, Dichter, gerne möchte ich sprechen mit jenen Zweien, die dort zusammenkommen und die so leicht vom Wind getragen scheinen. Und er zu mir, gib Acht, wenn sie uns näher gekommen sind, dann kannst du bei der Liebe, die sie getrieben, bitten und sie kommen. Sobald der Wind sie zu uns herbewegte, hob ich die Stimme. Ihr betrübten Seelen, kommt her zu uns und sprecht, wenn ihr es dürfet. Wie Tauben von der Sehnsucht angerufen, mit offenen, festen Flügeln durch die Lüfte zum lieben Neste fliegen, voll Verlangen, so kamen sie heraus aus Didos Scharen, zu uns geflogen durch die bösen Lüfte. So mächtig war das liebevolle Rufen. Du gütiges und gnadenreiches Wesen, das durch die dunkle Luft zu uns gekommen, die wir die Welt mit unserem Blute färbten. Wenn unser Freund der Herr der Welten wäre, wir würden ihn um deinen Frieden bitten, dieweil du Mitleid hast mit unserer Sünde. Wir wollen, was du gerne hörst und redest, von dir auch hören und dir gerne sagen, solange der Wind, wie er jetzt tut, sich leget. Ja, jetzt sind wir in Dantes Zeit angekommen. Dante möchte zwei Seelen sprechen, die im Gegensatz zu den anderen verbunden fliegen und eine noch leichtere Beute des Windes sind. Umso wilder muss ihre Leidenschaft gewesen sein. Vergil sagte Dante, er soll sie um der Liebe willen bitten, die sie treibt zum Gespräch. Eigentlich treibt sie ja der Wind, nicht? Es ist eigenartig, dass jetzt Vergil das Wort Liebe ausspricht und es mit dem wilden Sturm der Hölle gleichsetzt. Ja, aber Dante folgt dieses Mal ausnahmsweise seinem Meister nicht und macht es anders. Mitgefühl klingt als erstes in seinem liebevollen Ruf und stimmt gleich Francesca auf einen ähnlichen Ton ein. Zwischen beiden stellen sich gleich die höflichen, anteilnehmenden Umgangsformen der edlen Herzen ein. Das Gleichnis der von der Sehnsucht getriebenen Tauben macht den Rest. Wir sind schon voll in der Stimmung der süßen, schönen Reimen aus Dantes Liebeslyrik, wenn auch vor dem Hintergrund der finsteren Höllenlüfte und der blutroten Spur, die draußen auf der Welt zurückgeblieben ist. Ja, und da muss man sich vorstellen, die in der Hölle verdammte Francesca möchte, wenn es ginge, Gott um den Frieden Dantes bitten, also um das Gut, das sie hier am meisten entbehrt. Also vor so viel Edelmut macht sogar der Höllensturm eine Pause und sie können sprechen.
Wie bei Dante üblich, stellt sich Francesca zuerst mit ihrer Herkunft vor. Damals lag Ravenna am Meer, wo der Po mit seinen Nebenflüssen seinen Frieden sucht. Den Frieden, den Francesca zum zweiten Mal gleich erwähnt und der ihr offensichtlich hier wirklich fehlt. Es liegt das Land, wo ich geboren wurde, am Meeresstrande, wo der Po zum Frieden mit seinen Nebenflüssen niederfließet. Liebe, die schnell ein edles Herz ergreifet, hat jenen für den schönen Leib ergriffenden ich verlor. Noch muss die Art mich schmerzen. Liebe, der kein Geliebtes kann entgehen, griff mich nach ihm mit mächtigem Verlangen. Das, wie du siehst, mich heut noch nicht verlassen. Liebe hat uns geführt zu einem Tode. Keiner harret des, der uns getötet. Dies sind die Worte, die von ihnen kamen. In Deutsch ist das vielleicht nicht so spürbar, aber im Italienischen, das ist wie ein Gedicht im Gedicht. Ja, und ein Gedicht, das 700 Jahre überdauert. Es bewegt heute noch die jungen Menschen in der Schule, ihre Eltern und ihre Großeltern. Mich auch immer wieder. Ja, es ist vielleicht, liegt es daran, dass die Liebe, die ein edles Herz ergreift, keine Privatgeschichte dieser beiden ist, sondern etwas, das jeden treffen kann. Und vor allem im Kreis der feinfühligen Herzen, für die Dante damals schrieb. Formal sind diese Verse perfekt, mit der dreifachen Wiederholung Amor, Amor, Liebe, Liebe und mit den sich spiegelnden Schicksalen und dann das verhängnisvolle Ende. Natürlich muss man gleich hier bei der Liebe, die schnell ein edles Herz ergreift, Amor, quel cor gentile ratto s'apprende, andante Liebeslyrik aus der Zeit der Vita Nuova denken. Amor und das edle Herz sind eins. Ja, was wir gelesen haben am Anfang. Aber im Vergleich sieht man auch, wie viel mehr Leben hier steckt als in den anmutigen und süßen Reimen von früher. Es ist auch so, indem Dante hier in der Komödie sich selbst und seinen Meister Guido Guinizelli zitiert, stellt er einen präzisen Bezug her. Diese Liebe ist der Amor der höfischen Dichtung, der wie ein Tyrann das verliebte Herz einnimmt, Preso war Synonym von verliebt und gefangen hält. Er macht aus dem liebenden Menschen, was er will. Jeder Verstand ist aussichtslos. Dieser raffinierte Fatalismus, diese scheinbar harmlose literarischen Spiele verdecken die verheerendste Leidenschaft, die wildeste Leidenschaft, die es geben kann. Die Leidenschaft wird von den Sinnen erweckt. Sie richtet sich auf die bella persona, auf die schöne körperliche Gestalt, die Francesca auf noch so schmerzende Weise entrissen wurde. Hat jenen für den schönen Leib ergriffen, den ich verlor. Ja, und jene Liebe, gegen die sich kein Geliebter wehren kann, Amor che nullo amato amar perdona, hat auch Francesca von Paolos schönem Aussehen für immer eingenommen. Griff mich nach ihm
mit mächtigem Verlangen, das, wie du siehst, mich heute noch nicht verlassen. Ja, und diese Verse sind oft sehr ganz romantisch gedeutet worden. Also die Amor canullo amato amar perdona, die Liebe, die vor der sich kein Geliebter werden kann. Aber das kann auch in die andere Richtung gehen. Es kann auch wieder dieser tyrannische Amor sein, der kein Pardon kennt und gegen den man sich nicht wehren kann. Und dann kommt eben gnadenlos als Schluss die dritte Terzine, die zeigt, wohin diese Liebe führen kann. Den schönen Körper in den Tod und die Seelen in die Hölle. Kaina ist der tiefste Bereich der Hölle, wo die Verräter der Verwandten untergebracht sind, und dort wird auch der Mörder kommen. Francesca nennt aber hier keinen Namen. Sie hält immer eine sehr vornehme Zurückhaltung. In der ganzen Geschichte der einzige Name, der fällt, ist Francesca. Also es werden keine Häuser genannt, keine Familien. Dante ist trotzdem zutiefst getroffen. Er senkt das Haupt und bleibt lange wortlos. Seit ich die hart geprüften Seelen hörte, senkt ich das Haupt und hielt es so lang nieder, bis dass der Dichter zu mir sprach: Was denkst du? Als ich die Antwort gab, da sagt ich: Wehe, wie viel süße Gedanken, wie viel Sehnsucht hat jene zu dem Ort der Qual geführet. Dann habe ich mich an sie gewandt zur Antwort und sagte noch: Francesca, deine Qualen erregen mich zum Mitleid und zum Weinen. Doch sage mir, zur Zeit der süßen Seufze, womit und wie hat Liebe euch gewehret, dass ihr erkannt die zweifelhaften Wünsche? Kein anderer Schmerz ist größer, als zu gedenken an des Glückes Zeiten im Elend. Dies kann auch dein Lehrer sagen. Doch wenn die erste Wurzel zu erkennen von unserer Liebe du so sehr begehrest, dann will ich tun wie der, der weint und redet. Wir lasen eines Tages zum Vergnügen von Lancelot, wie ihn die Liebe drängte. Alleine waren wir und unverdächtig. Mehrmals ließ unsere Augen schon verwirren dies Buch und unser Angesicht erblassen, doch eine Stelle hat uns überwältigt. Als wir gelesen, dass in seiner Liebe er das ersehnte Antlitz küssen musste, hat dieser, der mich niemals wird verlassen, mich auf den Mund geküsst mit tiefem Beben. Verführer war das Buch und der es geschrieben. An jenem Tage lasen wir nicht weiter. Indes der eine Geist also gesprochen, weinte der andere so, dass ich aus Mitleid ohnmächtig wurde, wie wenn ich gestorben. Und ich fiel nieder, wie ein toter Körper. Ja, Dantes Schweigen muss lang gewesen sein, und seine Antwort auf Vergils Frage kommt auch nicht sofort. Dann, als er zu reden beginnt, weiß man auch, was ihn beschäftigt.
die süßen Gedanken, die Sehnsucht, die Seufzer, das alles hat er selber früh genug gekannt. Wie die meisten von uns. Ja, aber die Seufzer, die süßen Gedanken, die Sehnsucht, das waren auch die Hauptbestandteile, die Würze seiner Liebesdichtung. Das Thema jedes Resonierens über die Liebe in den vornehmen Häusern von damals. Und er will es wissen. Er will den Punkt sehen, wo es gibt, wo diese edlen Regungen des edlen Herzens zum Weg ins Verderben werden. Fast weinend vor Mitleid fragt er Francesca, wie Amor zur Zeit der süßen Gedanken die Offenbarung der noch geheimen Sehnsucht veranlasst hat. Und Francesca fällt es sehr schwer, darüber zu sprechen. Kein anderer Schmerz ist größer, als zu gedenken an des Glückes Zeiten im Elend. Ja, und was Francesca dann erzählt, wird Dante noch stärker treffen. Ein Buch und dessen Autor waren die Mittler. Lancelot du Lac, einer der populärsten französischen Romane, die zu Dantes Zeit in den Höfen und in den besseren Häusern gelesen wurden. Im Original hat der Seneschal Galehaut Arthurs Gattin Genevre ermutigt, Lancelot, den Neffen ihres Gatten, zu küssen. Dante hatte die Rollen vertauscht. Der Mann küsst hier in beiden Geschichten die Frau. Hat diese, der mich niemals wird verlassen, mich auf den Mund geküsst mit tiefem Beben? Francesca verschweigt mit der Diskretion, die wir inzwischen kennen, die Details über das böse Ende der Geschichte. Und sie bleibt mit ihrer Erzählung beim Ausbruch ihrer Liebe stehen. Wie während der gesamten Begegnung schweigt Paolo und weint. Francesca spricht immer für beide. Paolo wird hier zum ersten Mal auch als richtig weinend dargestellt. Dante weint mit und fällt aus Mitleid in Ohnmacht. Er fällt aus Mitleid in Ohnmacht. Ja, in dieser Betroffenheit ist Dante sehr aufrichtig. Was hier erzählt wird, geht ihm sehr, sehr nahe. Es gab eine Zeit, da haben einige berühmte Kritiker, Natalino Sapegno zum Beispiel, von einem gespaltenen Dante gesprochen, der einerseits menschlich mitfühlt und aber moralisch verurteilt. Ich bin eher bei der Seite, derer, die Dante hier konsequent finden. Natürlich wurde die Kussszene nicht von Amor gestaltet, sondern von Dante selbst. Er hat das Buch ausgesucht und die Stelle darin, relevant waren. Ja, weil er den Franzosen die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Nein, die Franzosen mag er, also er bewundert sie literarisch. Die Schuld ist breiter gestreut. Es geht hier um Ritterepen und höfische Liebesdichtung. Es geht um die allergrößten Werke der damals bekannten Literatur. Es geht um eine gesamte literarische Tradition, die diesen Begriff der Liebe hervorgebracht hat. Es geht auch um die moralische Verantwortung des Dichters. Und es geht um einen Teil von Dantes Leben und Dantes Werk.
mit alledem rechnet hier Dante ab, weil er, der schreibt, und sein alter Ego am Beginn seiner Jenseitsreise hier in der Erzählung sich weiterentwickeln, wenn auch etwas zeitversetzt. Und beide müssen zu einem umfassenden Begriff von Liebe kommen. Diese Entwicklung werden wir heute nicht näher verfolgen können. Es ist ein langer Weg. Eines können wir aber heute schon mitnehmen, und zwar das: Die Liebe, die Paolo und Francesca ins Verderben führt, kann nicht die gleiche Liebe sein, die Beatrice dazu bewegt hat, aus dem Himmel Dante zu Hilfe zu kommen. Amor mi mosse che mi fa parlare. Liebe treibt mich, die mich reden lässt. Und es kann auch nicht dieselbe Liebe sein, die laufend in der göttlichen Komödie ab dem Treffen mit Beatrice zwischen den beiden über Blicke und Worte teils noch sehr asketisch und teils noch ziemlich irdisch läuft. Und es kann letztendlich auch nicht die Liebe sein, die im letzten Vers des Paradieses Gott umschreibt. Amor che muove il sole e l'altre stelle. Die Liebe, die bewegt Sonne und Sterne. Der Weg dort hinauf ist noch weit. Dante muss noch viel gehen und wir dürfen noch viel Dante lesen. Ja, zum Glück. Apropos Lesen, ich darf als Nachspiel noch die vollständige, also von mir nicht ständig unterbrochene Lesung von Georg Clementi empfehlen. Sie ist als Hördatei auf der Webseite und auf dem YouTube-Channel der Dante Salzburg zu finden. Jetzt aber dürfen wir uns noch auf die Originalversion dieser bewegenden, berührenden Verse, die wir gelesen haben, freuen. Der Quinto Canto der Divina Commedia von Max Meraner auf Italienisch gelesen. Arrivederci, bleiben Sie dran. Und ich freue mich, von dir wieder unterbrochen zu werden. Schön. Canto Quinto. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minosso orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cavvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscidor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. «O tu che vieni al doloroso ospizio!» disse Minosso a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio. «Guarda com'entri e di cui tu ti fide! Non ti inganni l'ampiezza dell'entrare!» E il duca mio a lui, «Perché pur gride? Non impedirlo suo fatale andare! Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare!» Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire.
Or son venuto, là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mucchia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina, intesi ch'ha così fatto tormento, e no dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali, nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, nonché di posa, ma di minor pena. E come il gru van cantando l'orlai, facendo di sé in aere lunga riga, così vid'io venir traendo guai ombre portate dalla detta briga, per chi dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima, di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito fellicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E l'esse Miramis, di cui si legge, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge, l'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena, vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo, vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia chi ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai: poeta, volontieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: oh anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vengon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi ch'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar ti piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa si tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, il modo ancor m'offende. Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Quand'io intesi quell'anima offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense.
Quando risposi, cominciai io, lasso. Quanti dolci pensier, quanto disio, menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro, e parlai io, e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette, amore, che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice, noi leggiavamo un giorno per diletto, di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il desiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men così com'io morisse, e caddi come corpo morto.